Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir hier im Chateau Felix bei der Quizshow von Tom aufgehört zu spielen. Jo, und die wollen wir jetzt am Anfang gleich mal ganz schnell beenden. It's light. And a training cat, but everyone in your house really. Yo, also ich bringe es in diese vom Regen ins Trockner. Was lächelt der denn immer so idiotisch? You're the king, ja, ja, sir. Komm. Then you fought. So. Ich lasse sie leben und befreie ihn, lass ihn laufen. Ja, ja, komm. So. Ja, okay, dann nehme ich sie halt mit auf meinen Reisen. And now. Okay. I'm sorry, but you I can't let you into if you really want to see him. Hä? Ich hab doch alles richtig gemacht, was will denn der von mir? Muss ich da. Suffering. Oh Gott. Jetzt halt doch endlich deine Fresse und lass mich hier rein. Ja, komm. How's it? But. Fragt zu Hause noch, ob ich sie behalten darf. Befreie den Tiger und lass ihn laufen. So. Ich nehme die Katze mit auf meinen Reisen. And now. Ah, ja, okay. Nur toll, nur weil ich die Katze nicht ins Trockene bringen wollte. Alter. Perfekt, ihr habt bewiesen, dass ihr abgeht wie Schmitzkau. Oh Gott. Es sei euch nun gestattet, Meister Felix zu sehen. Ihr dürft hineingehen. So ein kleiner Bimbo, Alter. Ja, schon geil aus hier, das muss man sagen. Oh, Tom weckt nun mal jemand anders als Tom, der alte Wachhund, lässt nicht oft jemanden rein, wisst ihr? Leider bin ich gerade sehr beschäftigt, aber ich werde mich sofort um euch kümmern. So, ich glaube, ich mache eine kurze Verschnaufspause. Es tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Ihr seid also ein Entdecker, wie ich bin Felix. So, Tom hat wirklich ein gutes Auge, was die Leute angeht. Lässt nur die Sympathischen rein. Wisst ihr? Ja, ihr könnt mir durchaus helfen. Es gibt da ein kleines Projekt, bei dem ich Unterstützung brauchen könnte. Ich will es euch erklären. Es geht um einen alten Kumpel von mir, wisst ihr? Hat sich doch glatt verirrt, der Gute. Normalerweise würde ich den armen Kerl natürlich selbst helfen, aber wie ihr seht, habe ich gerade viel um die Ohren. Und da kommt ihr ins Spiel. Es wäre toll, wenn ihr den Guten hilflich sein könntet, falls ihr nichts dagegen habt, versteht sich. Ja, was sagt ihr dazu? Werdet ihr mir helfen? Nö. Ach so, tja, das ist aber wirklich schade. Dann muss ich wohl oder übel selbst erledigen. Kann ich euch ja nicht zwingen, was? Passt auf euch auf, haltet die Ohren steif und so weiter. Ja komm, wollen wir mal nicht so sein, helfen wir den Typen. Hä? Oh, also wirklich, wir sind wieder. Habt ihr es euch anders überlegt? Ihr wollt mir jetzt doch helfen, oder? Ja, ja, komm. Exzellent! Gut, dann erzähle ich euch, was ihr für mich tun sollt. Es gibt in dieser Gegend vier Statuen von Säbelzahnkatzen. Ihr habt auf euren Weg hierher vielleicht eine von ihnen sehen. Ja. Die zeigen alle in dieselbe Richtung. Dort steht ein seltsamer Baum, der nur bei Tagesanbruch zu sehen ist. Und dort ist auch mein Kumpel. Ihr müsst lediglich hingehen und ihm das hier geben. Eine Fiole mit Sand der Ruhe. Okay. Es ist ein cleveres Zeichen. Gebt ihm das einfach, er wird dann schon wissen, was zu tun ist.
Kommt bitte zurück und stattet mir einen Besuch ab, sobald ihr es ihnen übergeben habt. Ich habe eine kleine Belohnung für euch. Wenn ihr aufrecht und den Hügel hochgeht, könnt ihr ein paar Säbelzahnkatzen davon sehen, die nicht ruhig die Aussicht, bevor ihr loszieht. Ah, huch, fast hätte ich vergessen. Ihr seid sicher noch nie auf eine Säbelzahnkatze geritten, wie? Ja, das ist eure Chance. Sprecht mit Tom, er wird euch das Nötige geben. Dann zieht mal das Tempo an. Wie wird Tom euch alles erklären? Auf einer Säbelzahnkatze geritten? Was? Wo ist denn Tom jetzt hin? Nee, wirklich jetzt? Echt jetzt? War Meister Felix nicht drinnen? Was? Meister Felix hat euch um einen Gefallen gebeten. Der muss echt glauben, dass ihr ein toller Hecht seid, wenn er euch erlaubt, hat eine seiner Säbelzahnkatzen zu reiten. Großartig! Es war richtig, euch reinzulassen. Habt gleich gesehen, dass ihr wisst, wie der Hase läuft. Also seid ihr bereit, aufzusatteln? Nö. Hä? Komm schon, seid keine Angsthasenkumpel. Nehmt euren Mut zusammen und es wird schon gut gehen. Ja, okay. Ja, genau. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ach du Scheiße, Alter. Oh ja, sieht toll aus, Kumpel. Gut, jetzt will ich euch mal erklären, wie man eine Säbelzahnkatze reitet. Wenn ihr eine dieser Katzen reitet, seid ihr viel schneller als zu Fuß, aber weiter als vorher kommt ihr so nicht. Ihr kommt nur schneller am Ziel an. Manche verstehen das falsch, deshalb wollte ich es erklären. Wenn ihr absteigt und euch die Katze aus Versehen abhanden kommt, dann kehrt einfach zu mir zurück. Ich leihe euch eine Katze, so oft ihr wollt. Das wär's gewesen. Ihr seid nun bereit aufzubrechen. Viel Glück. Reiten wir jetzt wirklich die Säbelzahnkatze? Ah, das wäre ja mal mehr als geil. Geil! Wir reiten die Säbelzahnkatze. Oh, ist das cool! Okay, da war die Statue, die hat in die Richtung geguckt, also müssten wir, denke ich mal, dahin. Da zu der kleinen Insel, die da ist. Naja, oder auf diese Insel. Egal, wir müssen definitiv den Weg hier. Boah, ist das geil! Scheiß die Wand an! Boah, Alter, ist das cool! Alter, ich feier das gerade so. Oh. Scheiße, wir reiten eine Säbelzahnkatze! Boah, und habt ihr gesehen, wie fucking schnell wir sind? Alter, scheiß doch die Wand an. Mir gefällt's. Macht definitiv Spaß. Boah, ist das cool, wir reiten nicht. Oh, nee, du. Ich fass es nicht. So, der macht mal eine Vollheilung auf mich. Und danach hält er sich selbst mal. ...199 Leben dazu bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Der ist weg. Und der auch. Dann mach ich jetzt einen Falkenhieb auf den. Der macht einen Helmspart auf den. Jessica greift normal an. Und der macht mal eine Vollheilung auf sich. Sind seine Leben auch wieder im guten Bereich. Oder waren im guten Bereich. Alter, der lebt immer noch. Was hat denn der für Leben? Jessica sollte den jetzt aber auch wegbekommen, denke ich. Hat Jessica gerade. Nee, Jessica hat noch nicht angekommen. Oder? Ja, der hat doch schon angekommen. Gut, dann ist der jetzt aber weg. Heilen wir die Gruppe. Und Jengis hat ein Level. Oh cool, Jengis hat Level 26. Schön, schön. Und 5 Talentpunkte. Alles auf die Äxte. Alles auf Humanität. Okay, das war's. Oh, wir haben eine Säbelzahnke. Oh, ist das cool. Ich feier das. Eine Mittelheilung auf Jengis.
Ja. Eine Mittelheilung auf Jessica. Und noch eine normale Heilung auf Jessica. Und noch eine normale Heilung auf Angelo. Und noch eine normale Heilung auf Angelo. Säbelsand! Oh, ist das cool! Alter, wir sind mehr als nur fucking schnell, ey. Muss trotzdem aufpassen, dass ich hier keine Schatzkisten oder so... Boah, Alter, die gehen aber hallo ab. Geil, einfach nur geil. Das ist aber schwer zu steuern hier. Was ist da also? Was war da hinten? Ich habe da gerade was gesehen. Ich meine nicht die Horrorklöter. Ich sollte vielleicht jetzt mit Jessica und mir immer angreifen und Angelo und Jengis zusammenarbeiten lassen, denn ich bin jetzt etwas stärker als Jengis. Sieht er? Wobei, hat Angelo den schon angegriffen oder hab ich den jetzt alleine weg? Okay, Angelo hat schon angegriffen. Das ist ein Monster, okay. Boah, ist das geil! So, ich denke mal, wir müssen hier entlang, ne? Sprengschakale! Ja, dann mache ich das. Achso, okay. Ja, okay. Gut, der ist weg. Und schafft Jengis das? Nee, natürlich nicht. toll. Wir sind auf die Insel. Boah, gut, das ist auch kein so großer Umweg. Das heißt, dass wir jetzt den Weg hierher umsonst gelaufen sind und hier geht's natürlich nicht lang. Boah, scheiße, ich feier die Katze so. Die gefällt mir. Die gefällt mir aber hallo. Und das Geile ist auch noch, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber wir werden von weniger Monstern angegriffen. Also wir werden sozusagen von genauso vielen Monstern angegriffen wie vorher auch, nur dass wir diesmal schneller vorankommen und so. Also sozusagen werden wir von weniger Monstern angegriffen. Und so. Oh, ich feier das so. Oh, das macht mir Spaß. Oh, das macht mir Spaß. Ja, Prinzip. Die Horrorblöde macht hier Windschlag. Der konzentriert sich. So, Faltenhieb auf den, Helmspalt auf den, Jessica greift weiter die an, Angelo nimmt sich den vor. Mag zwar vielleicht ein Fehler sein, da die drei Gegner dann noch ein paar Runden leben, da ich nicht glaube, dass Angelo und Jessica die wegbekommen. Angelo hat ja seinen noch nicht wegbekommen, Jessica hat noch einen Platz getroffen, glaube ich aber auch nicht, dass sie die beiden noch ein Bild wegkriegt. Siehst du? Aber das kann mir ja egal sein. Ich habe meine Gegner besiegt und die leben jetzt auch nicht mehr lange. So, ich mache einen Falkenhieb auf den. Jengis nimmt den. Jessica greift die an. Angelo, der... Angelo, ja, okay. Die Gegner sind jetzt eh weg. Angelo hätte den anderen Gockel nochmal angreifen können. Denn der überlebt die Sache. Alter, der überlebt das Ding auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
gut, dann ist der jetzt wenigstens weg und die eine Klöte überlebt die Runde. Die kriegen wir jetzt aber auch weg. Sieh ich doch mal und so. Und kein Level up, wunderschön. So, Schatzkiste. Schatzkiste? Schatzkiste! Meine Augen sehen alles. Ja gut, wir müssen sowieso dahin, also Schatzkiste! 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 Wow! Mit Blitzgeschwindigkeit! Eine Minimedaille, schön! Warte. Jetzt die Kiste zu. Nee, so fies bin ich nicht. 4 Horrorklöten. So, Faustenhieb auf den. Jengis macht einen Helmspart auf den. Jessica greift alle an. Angelo nimmt den. Dann heile ich nächste Runde Jessica mal, falls sie die Runde jetzt überlebt. Einer von den Horrorklöten greift ja, glaube ich, noch. Ja, okay. Jessica überlebt das. Der ist weg, super. Ja, dann kümmere ich mich um den. Jengis macht einen Helmspart auf den. Jessica greift alle an. Der macht eine Vollheilung auf Jessica. Passt. Der überlebt das auch noch. Er kann's doch nicht sehen. Dann kommt in der nächsten. Hab wohl wieder einen Umhang gesehen. Der hat sich bewegt. Dann kommt in der nächsten Runde einen Falkenhieb auf den. Jengis greift normal den an. Jessica auch. Und der macht eine Vollheilung auf Jengis. Die er auch nicht mehr benötigt. So, dann kommt jetzt erstmal eine Mittelheilung auf mich. Und noch eine Mittelheilung auf mich. Und eine Mittelheilung auf Jengis. Und noch eine Mittelheilung auf Jengis. Eine normale Heilung auf Jessica. Und eine Mittelheilung auf Angelo. Passt. So, dann geht's jetzt Richtung der Brücke da unten. Ich gucke uns mal noch. Da! Da ist eine Ruine! Oder sowas. Oder ein Tempel. Ich hab so gewusst, dass da was ist. Meine Augen sehen alles, ich hab's euch gesagt. Ist da noch was? Ach man, nur. Zwei Springschakale. Faustenhieb auf den. Jengis macht einen Helmspalt auf. Ne, wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Falkenhieb auf den. Jengis macht einen Helmspart auf den. Jessica greift normal an und Angelo hilft mal Jengis hier. Mal gucken, ob wir da jetzt beide in der ersten Runde wegbekommen. Wie soll auf Jessica gehen? Toll. Hat man nicht geschafft. Okay, dann halt anders. Das ist auch egal ist. Da ist der wenig weg. Jo. Da ist die Gacha. Müssen da runter. Und da unten wird dann wohl auch der Baum sein, oder? Der soll nur bei Tag zu sehen sein. Es ist doch noch Tag, oder nicht? Ist das jetzt schon kein Tag mehr? Oh, nee. Und jetzt?
gucken wir uns die schönen Schmetterlinge an. Ey, das ist aber gerade echt nicht cool. Ja, da wird es sagen, schneide ich das jetzt hier raus, ne? Ja, weil der Baum würde dann, wenn wir jetzt 5 Minuten warten hier, würde der Baum auch noch nicht mehr, aber auch nicht mehr kommen und so, und in 5 Minuten ist der Part eben zu Ende. Schneide ich das raus, gucken wir uns dann noch restliche 5 Minuten an hier, beenden den Quest, holen das zurück und alles mögliche, ja, und dann hast du auch mal bis gleich. Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. So, jetzt musste ich mich erstmal ein bisschen beeilen, denn... Ja, der Baum ist eben nicht nur tagsüber da. Nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Ja, der Baum ist eben nicht nur tagsüber da, sondern nur im Morgengrauen. Das heißt, wenn der Tag jetzt weiter vergeht und so, ist er weg. Ich muss jetzt auch wirklich beeilen, ja, vielleicht geht er auch so weg. Meine Frage wird dir sicher merkwürdig vorkommen, aber vielleicht weißt du es ja, wo ich eigentlich hingehen soll. Okay, warte. Also, ich bin Baumrein. Ich erledige gerade eine Besorgung für meinen Herrn Felix, scheine mich aber verirrt zu haben. Okay, meine Frage wird dir sicher merkwürdig vorkommen, aber vielleicht weißt du es ja, wo ich eigentlich hingehen soll. Genau, nämlich der Baum ist nur im Morgengrauen da, das heißt, wenn voller Tag ist, ist er wieder weg. Ja. Deswegen stehe ich jetzt hier die ganze Zeit und habe darauf gewartet, dass wieder fucking Morgengrauen ist. Es war Tag. Dann habe ich wieder gewartet, der Baum weg. Dann habe ich wieder gewartet, dass Nacht ist. Dann war wieder Morgengrauen und so. Ja, ich habe jedenfalls lange gewartet. So. Ja. Achso, jetzt kann ich den Sand der Ruhe über. Okay, ja, dann übergeben wir mal den Sand der Ruhe, ne? Katschin! Maxi gibt das, bitte! Ich nehme die Viole mit dem Sand der Ruhe aus dem Beutel. Dieses Pulver. Woher hast du dieses Pulver? Was? Meister Felix hat es dir gegeben? Das ist ja unglaublich. Of course. Natürlich. Jetzt verstehe ich es endlich. Es kam mir selbst etwas merkwürdig vor. Ich bin einfach immer im Kreis gelaufen. Immer im Kreis. Du warst meine große Hilfe. Wärst du nicht gekommen, wäre ich vielleicht ewig hier herumgelaufen. Könntest du die Flasche öffnen und das Pulver verstreuen? Voll in die Augen. Wenn du Meister Felix wieder siehst, könntest du ihm eine Nachricht von mir überbringen. Sag ihm, dass ich, Baumrenn, ihm ein Leben voller Freude zu verdanken habe. Leb wohl, bleib gesund. Ghost Whisperer. Ein Freund hat sich verlaufen. Ja. Yeah. Aber bevor wir jetzt hier wieder weggehen. Guckt euch den geilen Baum an! Scheiß doch die Wand an! Och nee! Echt jetzt? Oh Mann, oh, jetzt ist der Baum auch noch weg! Irgendwie hat es... ich dachte, ich hatte es in Erinnerung gehabt, dass man an den Baum ein Yggdrasil-Blatt bekommen kann. Das könnte aber vielleicht nur passieren, wenn man keins hat. Egal, machen wir jetzt noch eine Teleportation zum Chateau Felix. Sprechen dann mit Felix und übergeben dann die Quest. Kann ich jetzt eigentlich immer mit so einer Säbelzahnkatze reiten oder geht das jetzt, ist das jetzt wieder weg und wird mir so fallen? Ich will weiter mit der reiten. Ah ne, die gibt's mir nur wieder eine weitere. Das brauche ich nun nicht. Na ja, was? Ihr habt endlich zurückgefunden, wie ich sehe. Und ihr habt es geschafft, meinen alten Kumpel hochzuhelfen.
Dieser seltsame Baum, bei dem ihr ihm begegnet seid, ist schon seit uralten Zeiten als Baum des Stücks bekannt. Es ist verdammt einfach, sich in seiner Nähe zu verirren und nicht zu erkennen, dass die Zeit abgelaufen ist. Aber jetzt hat der Gute erkannt, was mit ihm geschehen ist und ist sicher unterwegs ins Jenseits. Wisst ihr, war die erste Säbelzahnkatze, die mir je ihr Herz geöffnet hat. Ein wirklich wunderbarer Bursche. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und genau deswegen konnte ich meine Arbeit nicht im Stich lassen und dem alten Knaben selbst helfen. Was mache ich denn? Natürlich, ich habe es ja noch gar nicht erklärt, was? Ich bin Vorsitzender des Säbelzahnkatzenbrusts. Ja, wieso mache ich euch nicht zum Mitglied? Es ist das Mindeste nach all eurer Hilfe. Das ist für euch. Es beweist, dass ihr einer von uns seid. Glocke. Zeichen des Mitgliedschafts. Okay. Die Glocke ist das Zeichen eurer Mitgliedschaft. Sie ruft in der Nähe befindliche Säbelzahnkatzen herbei, wenn ihr sie am richtigen Ort läutet. Wie die Glocke heißt, sie hat eigentlich keinen Namen. Das wird es wohl recht schwierig machen, sie zu benutzen. Wie? Na gut, wie wär's, wenn wir sie Baumrenns Glocke nennen? Im Gedanken an meinen guten Freund und sympathischen alten Knaben. Ich erhalte Baumrenns Glocke. Danke für eure Hilfe. Denkt dran, behaltet die Säbelzahnkatzen immer in euren Herzen, na? Hast du jetzt mal was zu sagen, außer behaltet die Säbelzahnkatzen immer in euren Herzen? Ihr habt sicher Besseres zu tun, als hier herumzuhängen. Wie? Ich habe mein ganzes Leben den Säbelzahnkatzen gewidmet. Sie bedeuten mir sehr viel, wirklich sehr viel. Jetzt, wo ihr ein Mitglied des Trusts seid, hoffe ich doch, dass ihr ebenso denkt. Was? Ja, okay. Und der Typ gibt uns immer noch nur eine Säbelzahnkatze, oder? Also seid ihr jetzt Mitglied des Säbelzahnbrusts? Ihr habt jetzt die Glocke. Ihr könnt jede Säbelzahnkatze auf der Welt rufen, damit sie euch hilft. Also müsst ihr euch keine mehr von mir leihen. Na dann, viel Glück, Kumpel. Kommt ruhig mal wieder vorbei und statt Meister Felix ein Besucher. Heißt es, mit der fucking Glocke können wir jetzt über eine Säbelzahnkatze reiten? Das wäre ja echt... Warte. Ja, komm. Lol. Oh, geil! Oh, wie geil! Wir können jetzt überall eine Säbel... Alter, ist das geil! Ist das episch! Wir können jetzt überall eine Säbelzahnkatze reiten! Oh, wie geil ist das denn? Na, da würde ich sagen, reiten wir unser kleines Schätzchen mal ein und das machen wir in der nächsten... Oh, ist das ein episches Folgenende! Jo, und bis dahin ein zuckersüßes Tüte! Oh, wie geil!